Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ostkurvengeflüster live aus Koblenz mit meinem guten Kumpel Fixi von den Strollchen. Hallo Fixi. Tag Herr, mein Freund. Ja. So, jetzt sind wir hier angekommen, schon ein bisschen länger. Die Zugfahrt war phänomenal. Lecker, die Zugfahrt war lecker. Verschiedene Leute, wo im Zug dabei waren, sag ich mal, die, wo nicht zu uns gehört haben, die waren ein bisschen beeindruckt von der Atmosphäre, was wir rübergebracht haben. Das ist immer klar zu sehen, ne? Aber zu immer uns, schön. Zuerst sehen die uns, da gucken sie ganz entsetzt und dann irgendwann geht immer lockerer. Ne? Und ja. Als Rainer den Musiker gemacht hat, ist natürlich alle Dämme gebrochen. Ja, da hatten sie nach Marianne Rosenberg verlangt, da habe ich auch angefangen zu lachen, aber gut, jeden hat seinen eigenen Geschmack. Ne? Ja. Gut, nur dazu, so eine Fix ist ja schon ein ultra Eintracht-Fan seit gefühlte 50 Jahre. Ne? Also ist hier unheimlich stolz drauf, hat entnommen, oder Mittag halt entnommen, der Mittag neben mir steht. So, jetzt sind wir hier in Koblenz, ich denke, der Mob hier 500-700 Leute sind wir, oder? Stengen auch. Also, wenn es die nicht wären, denke ich mal, wir müssen nur mal zurückblicken auf das letzte Heimspiel, wie wir die 3-1-1-5 hatten. Das war schon hervorragend. Und das an einem Mittwochabend, mitten in der Woche. Ja, ne? Ist ja unheimlich. Und hier, ich muss dabei sein, mein Herz blutet für den Eintracht. Ich war damals, war ich Zeugwart doch gewesen, ich kenne die Mannschaft in- und auswendig. Also der Verein, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber ansonsten ist alles top. Wir verstehen uns all gut untereinander. Die Ultras, die könnten halt das ein oder andere mal ein bisschen Rücksicht holen, dass nicht der Verein nicht so viel Kosten kriegt, aber was will man machen? Ja, also da stehst du nicht dahinter. Also Leute, wir haben halt einen richtig Koryphäe halt dabei. Ne? Kommen wir kurz zum Spiel. Wir haben ganz viele Verletzte, aber ich denke mal, die Mannschaft würde auffangen, oder? Also Hermann, wie du sagst, ich denke, die Mannschaft würde auffangen. Ich hoffe nicht. Weil denn Tommy, ich meine, Tommy und ich, wir kennen uns schon über 20, 30 Jahre fast. Ja. Es wird schon so auflaufen, dass ein Tommy sich das Beste draus holen wird. Und ich denke mal, die Verletzten würden im Moment, so wie der Thomas die Mannschaft aufstellt, würden die wohl im Moment nicht in Vergessenheit geraten. Obwohl man sie vermisst. Als Fan. Ich denke mal nur, die Mannschaft tut es kompensieren. Ja. Jetzt haben wir einfach mal einen Tipp. Wie tippst du, oder? Also mein Tipp, ganz ehrlich, ich sag einfach mal ein 1 und ein 4. Okay, das war auch mein Tipp gewesen, eben im Zug 1-4. Wir haben ja ein paar Leute dabei gehabt aus Düsseldorf, die Fortuna-Fans sind in unserem Alter. Und die haben ja auch gesagt, okay, da tippen wir eigentlich auch für euch. Die Stimmung ist bombig. Das Bier ist teuer, muss man dazu sagen. Ne? Ja, sehr teuer. Aber egal, Hermann, egal. Es ist Bitburger Bier. Ist Bitburger das Bier, muss man noch dabei sagen. Aber so ein Brühwurst für 4 Euro. Ein Brühwurst ist gerade mich von der Technik. Brühwurst 4 Euro, also ist schon ein bisschen schwierig. Das ist Schweinegeld. Ne? Normal müssen wir die alle boykottieren. Ja. Das dürfte normalerweise nicht sein. Ich meine, jeder Fan, ist egal wo das ist, Zweitliga, Regionalliga oder in der Bundesliga, die freuen sich, wenn die zum Wochenende eine Bratwurst, eine Stadionbratwurst bekommen und dann solche Preise da bezahlen müssen. Das ist schon eine Sau gemacht, ne? Ist Schweinerei. Mich wie tippst du? 1-0 für uns. 1-0 für uns, okay. 1-4, 1-0 für mich. Beim Raller, viele Grüße an Raller Natro Süd. Der hat immer ein 3-1, ja. Ne? Ja, ich mach mal kurz, ich schwenke hier rüber, dazu gleich bis die Fans auch gesegelt. Wieder aus der Pfalz da, wie immer. Das sind unsere Freunde aus der Pfalz. Die reisen übrigens zu jedem Auswärtsspiel, jedem Heimspiel mit dem Zug an, nehmen keine Mühen auf sich, um der Eintracht zu verfolgen. Finde ich schon super. Wahnsinn. Das ist super. Gut. Das ist richtig super. Zum einen hätte mir ein Herr, denke ich mal, der weiß zwar noch nichts davon, von meinem Ausruf, wo ich jetzt gerade rausbringen will. Nee. Die Strolche. Wir wünschen unserem Präsident viel Spaß bei der Arbeit. Ja. Frisch, fromm, fröhlich. Ja. Mein Freund Stefan Kellersch. Genau. Unser Präsident Stefan Kellersch. Grüße an den und jetzt freuen wir uns auf ein geiles Spiel. Ja. In der praller Sonne auf 3 Punkte, hoffentlich. Ich denke mal, wir reisen das Ding. Ich denke, Hermann, ich denke wirklich mal, die Mannschaft ist motiviert. Ja. Es ist keine mehr von
ich sag mal, Entschuldigung, wenn ich sowas sagen muss, von Arschkriecher und nur Leute, die Geld kassieren wollen. Da gibt es Leute in der Mannschaft, die machen so. Ja. Die sagen, die Porta auf der Brust, die lieben das. Ich denke mal, das ist 100% von der Mannschaft mittlerweile. Definitiv, ist, definitiv. Das ist auch das, was uns ausmachen tut. Ja. Dass die Mannschaft auch 100% sich mit dem Verein identifiziert. Ja. Und auch die Neuen, die gekommen sind, haben sich auch komplett identifiziert. So, jetzt haben wir genug gelabert. Jetzt können wir noch ein Schild Bierschi trinken. Im Zug? Ich schätze mal, schätze ich mal 300. War schwer zu schätzen. Plus, aber minus. Ja. Weil die mussten noch ankoppeln, weil sie nicht genug Kapazität haben, für die Leute alle aufzunehmen. In Trier. Ich denke, wir werden heute bestimmt mit 700 Leuten heil sein. Ja, doch, das ist auch mein Tipp. Kam ganz viel mit den Autos und wie die Mischa auch mit dem Auto und ist ja kein Entfernung. Und Leute, eins muss ich noch dabei sagen, wenn euch die Eintracht wirklich am Herzen liegt. Wir haben am 14.10. haben wir eine Mottofahrt nach Pirmasens. Auch wenn die Busse eng mittlerweile besetzt sind, fahrt mit dem Auto hin. Das wird so eine richtig schöne Fahrt. Das wird ihr nie im Leben vergessen, dass wir in Pirmasens mindestens mal 700-800 Trierer sind. Damit wir ein richtig geiles Heimspiel haben. Ich gehe mal auch da von 1000 Trierer aus und machen wir. Ne? So, jetzt gehen wir nochmal schön gepflegt einen trinken. Und freuen uns auf ein geiles Spiel. Auch doch. Vielleicht auch geile 3 Punkte. Ich hoffe es sehr. In diesem Sinne, eine Stadt, ein Verein, eine Liebe. Strolche, SVE. Ja. Ne? Zurück in die Funkhäuser.